Der Grund für dieses dauernde Wachstum ist letzten Endes, dass wir Naturvermögen in immer schnellerem Tempo verbrauchen. Wir müssen also Lebensstile entwickeln, die so sind, dass wir zukünftig nur vom Einkommen und nicht vom Naturkapital leben. Und das hängt mit den Energien zusammen, weil die Energie, die Primärenergie unserer fossilen Brennstoffe, sind die treibende Kraft, mit dem wir praktisch alles in Bewegung setzen. Wenn wir an dieser Stelle einschränken, dann kommen wir in einen Rhythmus herein, der sozusagen angemessener ist. Und für mich bedeutet das, Bundesrepublik, Europa, wie kommen wir auf einen Lebensstil, der nur ein Viertel der Energie verbraucht? Wie sieht ein Lebensstil aus, der sinnvoll ist, voller Lust und Freude, voll so wie wir uns vorstellen und trotzdem nicht die Grenzen überschreitet, die zur Zerstörung unserer Erde führen. Und an diesem Punkt müssen wir ansetzen. Und da bin ich ungeheuer optimistisch, dass das geht. Das ist nämlich gar nicht so wild, wie man glaubt. Das heißt nicht, dass wir heute alle in Sack und Asche laufen müssen, dass wir zur Steinzeit zurückgehen müssen. Ich sage immer, der Lebensstandard, der heute sozusagen von allen akzeptiert werden könnte, ist derjenige eines Schweizers von 1969. Der wäre heute für alle möglich, ohne dass die Erde ruiniert wird. Und da sagen die meisten, ja mein Gott, ich meine, das ist doch nicht schlimm.